Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, alte chinesische Weisheit. Deswegen mache ich das jetzt mehr mit Bildern und gleich mit Beispielen. Und zwar, viele Leute verwechseln Potenzfunktion, Exponentialfunktion. Potenzfunktion, ja, das sieht nicht aus wie eine Potenz hier. Das ganze Ding schon ist gelbe, aber nur die Basis nicht. Dann merken wir uns lieber einfach den Unterschied. Exponentialfunktion, da ist der Exponent variabel. Hier ist es das, die Basis. Nun gut. Typische Potenzfunktionen sind eben x hoch 2, b von x wie blau von x, ne? Kann man auch, man muss nicht immer f von x sagen. Das ist x hoch 2, das ist ein ganzzahliger Exponent. Und auch x hoch 3, ne? R von x, rot von x, ist ein ganzzahliger Exponent. Die haben ganz typische Punkte, denn wenn ich 1 mal 1 nehme, oder 1 mal 1 mal 1, dann bleibe ich da bei der 1 als Ergebnis. Oder minus 1 mal plus 1 mal minus 1 ist minus 1, deswegen das hier. Viele werden sich vielleicht wundern, Mensch, wie komme ich dann hier bei dem gebrochenen Exponenten, das ist ein Bruch, dB wie dunkelblau, wie komme ich denn da hier nicht weiter? Naja, dann macht man sich schnell mal eine Wertetabelle, die kann man sich auch im Kopf machen und sagt 0